Okay, wir sind gleich da, so back on the streets, es ist Hero G Star mit GTV on Tour, heute live mit Locura, wir sind gerade auf dem Weg, wie ihr seht, so, wir werden gleich da sein, dann gucken wir, was heute Abend so geht, okay? Wie versprochen, hier jetzt in Landau City, wir sind angekommen. Locura lässt sich gerade noch die Haare machen, neben mir sitzt er schon. Am besten frage ich ihn direkt ein, zwei kleine Sachen, zum Beispiel, was erwartet uns denn heute? Also, uns erwartet, wir machen erstmal locker, wir gehen erstmal was chillig was essen. Und dann, ich will nicht viel sagen, aber eine kleine Party machen wir auf jeden Fall, ja. Wir werden dich heute noch auf der Bühne sehen, oder? Auf jeden Fall, ich mache mich, wie ihr hier seht, mache ich mal schön die Haare, ein bisschen stylen, danach noch heim, ein bisschen umziehen und dann geht's ab die Piste und haben wir sehr viel Tattoo-Sache. Wir sind jetzt fertig und ja, wir sind unter Zeitdruck und jetzt gehen wir. Ja, du sagst, hasta locura, que estamos con los pelos, están perfecto. Ahora nos vamos a comer, vamos a hacerla bien, tú sabes, ahí. Pobre diabla, se dice que se te ha visto por la calle vagando, llorando por un hombre que no vale un centavo. Locura, yo de diabla, llora por un pobre diablo. Locura. ¿Cómo gente? Okay, loco, ¿dónde está? Dime. Está ya bien más sencillo. Yo estoy en el carro todavía, yo estamos yendo para allá. Me hicieron recién los cabellos, tú sabes acá que están grabando, acá en el laptop estamos metiendo. Y yo pienso más media hora estoy ahí. Ahora cuando estoy salgo de ponerle gasolina al auto, yo te llamo de nuevo para atrás. Hacemos así, ¿ok, loco? Me decís y le metemos, ¿ok? Dale, cuídate, bye. Willkommen zurück, wir sind jetzt in Pirmasens bereits, wir haben uns unsere Bäuche total vollgeschlagen, Locura hat nicht zu viel versprochen. Was für Lieder werden wir heute Abend von dir hören, von dir und von El Menol? Ja, danke G an dir, dass ihr gekommen seid. Also wir werden jetzt mal was starten, was von uns Ayer La Vi, dann Keno, vamos a poner una de Tony Dice, una de Don Omar. Wir machen ein paar Tracks, ich werde es gleich hören. Wir geben jetzt alles, es ist Reggaeton, was ganz Neues für Deutschland. Was wissen willst, MySpace, Locura, www.myspace.com/locuramusic. Ja, du sabes cómo son acá. Hallo. Buscando que tengo y nada, ya no quiero discutir, para qué seguir. Tratando con la ilusión de que una me quieras como yo quiero, pero soy un juego. Tú me buscas venganza, yo te busco un sueño. Dime entonces qué hacemos. Quizás amarte a quien no debís amar. Tomaste una decisión fatal. No era fatal, el Dios no te hizo mal. Yo lo tuve que pagar. Quizás que te engañó, no te amo de verdad. Una aventura, juego y nada más. Nunca te dieron una oportunidad. Yo lo tuve que pagar. Ja, geil, also die ersten zwei Lieder sind eingeschlagen wie eine Bombe, Publikum, war alles cool und so. Sag mir, warum habt ihr jetzt hier bloß zwei Lieder gebracht und was haben wir heute Abend noch vor? Also es ist so, es ist jetzt Geburtstag von der Familie. Ah. Eigentlich war nur, sind wir hergekommen, um Happy Birthday zu singen, alles Gute zu wünschen. Und jetzt müssen wir schnell nach La, weil wir in La unseren Auftritt haben in einem Club. Wir haben keine Zeit mehr, deswegen müssen wir jetzt gehen. Und ja, wir werden es mal sehen. Okay Leute, wir haben jetzt seit 9.30 Uhr und wir fahren jetzt los und sehen uns dann in La. Und da werden wir jetzt hinkommen. Okay, also wir sehen uns in ungefähr 1 bis 2 Stunden in La in Discoteca. Okay, alles klar.
Me quitan chetas muy loca. Yo te miro, te sigo, te pido, baila conmigo. Quiero sentir tu cuerpo, que hoy te castigo. Yo no hablo, lo hago, te pongo a mi lado. Le gusta que le apetes todo. Ay, que nena, me descontrolo. Ella me baila así, así. En el club me mata a mí. Un cheque y se pone loca. Esa morena con esa... Vamos acá, ahí está la discoteca. Oye, mira el personal que nos espera a nosotros ahí adentro. Y mira el paquete. Llégale al panel, que para yo entrar a una discoteca nada más tengo que pararme. Vení acá, vamos a cantar. Tú sabes que nadie se lo mete acá. Oye. Ayer la vi bailando por la discoteca y bailando a ritmo. Au. Esa muñeca brutal, no. Tú sabes cómo son las cosas acá. El menor. Llegamos a la discoteca. Otro tipo de cosas, papi, muñeca. Llegamos acá, tú sabes cómo son las cosas. Vamos a ver por dónde nos metemos. Tú sabes, no metas mano. No metas mano. Y estamos acá estamos en la discoteca, llegamos para acá. Vamos a ver cómo son las cosas. Demasiado pánico, papá, demasiado entero. Tú sabes, papi, no metas cosas raras que vamos a meter acá. Estamos en la discoteca. Venga, pa' tequila para que sienta la pasión. Vamos a ver cómo le metemos acá diciendo. Tú sabes, acá estamos el menor, le vamos a poner todo loco, le metemos mano. Vamos a romper la discoteca. Pon esto ahí lo que está, papi. No te confías, no te vamos a hacer raro. Se acabó. No, yeah. No se acabó nada. Ayer la vi por la discoteca. Esa morena. Yo, mami, estoy claro de que eres rebelde. De tu sala seducción para poder mantenerme. Cojo los pasos, yo te bajé sus millas. Deme uno de sus besos que mandan en camino. Un beso, ay, no que te guste el Lexus. Ni aunque es un piquito por ti, soy sabueso. Llevó al techo, te tocó el pecho y no se me descuide que por ti estoy arrecho. Me parte otra dimensión. Venga pa' esta esquina pa' que sienta la pasión. Que su cuerpo siente el calor. Yo soy su menor el que la hace sentir temblor. Llevarte a otra dimensión. Venga pa' esta esquina pa' que sienta la pasión. Recuerde que soy su menor, el que hace que su cuerpo se ponga en calor. GTV on Tour heute live mit Locura. Die Hütte ist langsam am Kochen. Wir sind in La, in der Diskothek. Wie versprochen, wir sind jetzt hier bei DJ Kid Cubano 2010. DJ Kid Cubano, wie lange machst du schon DJing? Wie lange betreibst du dieses ganze Geschäft schon? Seit 99 lege ich auf. Und seit 2000 professionell, also in Clubs. Und ich habe also in der Zeit eigentlich viele verschiedene Musikrichtungen eigentlich durchgelebt. Also ich mache jetzt nicht nur Reggaeton, sondern auch verschiedene Sachen, natürlich im Hip-Hop-Bereich, damit habe ich angefangen. Latino, Reggaeton, Dancehall, Merengue und natürlich auch ein paar Haussachen, weil Haus ist einfach nicht mehr wegzudenken aus der Clubszene, ist nun mal so. Und je nachdem, was für Publikum da ist, egal, wir gucken alles. Hast du irgendeine spezielle eigene Internetseite? Mach mal ein bisschen Werbung für dich. myspace.com/DJKidCubano. Und ansonsten bin ich oft samstags im Django, Latin Palace Django. Freitags bin ich öfters mal unterwegs in den Arketten oder andere Clubs, je nachdem. Samstags Django, Frankfurt City. Ihr habt's gehört, DJ Kid Cubano, heute live in La. Selber. Yeah, man! He's broken! Look into the camera! Broken! Okay, also war Überparty gestern und aus der Schublade. Wir haben noch gefeiert bis um 7, 8 Uhr. Zum Ende kann ich noch sagen, hier waren pro Bit noch 3 Frauen drin, aber die Stars wollten nicht gestört werden. Ja, wir fahren jetzt nach Hause, aber wir können alle die Kamera nicht mehr sehen, obwohl wir so fotogen sind. Das war einfach zu viel Alkohol. Ich glaube, insgesamt hatten wir zusammen 20 Promille. Wir sehen uns, okay? Das ist GTV on Tour, Baby. Nur für euch. Locura und Eminol.